Brigitte und Chris Honey waren kurz davor, zwei weitere Kinder in ihrer Familie willkommen zu heißen. Er machte ein Foto von seiner Frau, bevor er sich auf den Weg ins Krankenhaus machte. Und als er es sich in einem Moment der Verzweiflung noch einmal ansah, sah er etwas Unglaubliches, das ihm neue Hoffnung gab. Das Paar aus Madison County, Alabama, war glücklich verheiratet. 2012 erhielten sie gute Nachrichten, dass sie schwanger waren. Und bei der ersten Ultraschalluntersuchung stellten sie fest, dass sie Zwillinge erwarteten. Das war an sich schon eine sehr gute Nachricht, denn das Paar liebte seine Familie und hatte bereits drei kleine Jungs zu Hause. Sie waren also glücklich, endlich siebenköpfig zu sein. Für Brigitte war das Muttersein eines der erfüllendsten Dinge, die sie in ihrem Leben tun konnte. Die Schwangerschaft verlief gut und sowohl sie als auch Chris zählten die Tage bis zur Geburt der Zwillinge. Dem Paar wurde ein Kaiserschnitt empfohlen. Als der Tag endlich gekommen war, wurde sie von ihrem liebenden Mann ins Krankenhaus gebracht. Chris machte ganz spontan ein Foto seiner Frau vor der Entbindung im Wohnzimmer. Es war das letzte Mal, dass er sie mit einem so großen Bauch sehen würde. Bald würde die Familie zwei Kinder im Arm halten. Zunächst verliefen die Entbindung und die Geburt nach Plan. Die Zwillinge waren ein Junge und ein Mädchen. Abby und Austin waren kerngesund und sie kamen auf die Welt, um ihre liebevolle Familie zu vervollständigen. Austin war ein Stückchen größer und wog 3770 Gramm, während Abby 2750 Gramm auf die Waage brachte. Aus diesem Grund nannte das Personal in der Kinderkrippe Austin liebevoll Schinken, während sie Abby Truthahn nannten. Die Freude und das Glück über diese fast perfekte Geburt waren nur von kurzer Dauer. Schon bald wurde klar, dass es der Mutter nicht gut ging. Brigettes Körper zeigte nach der Entbindung heftige Reaktionen. Darauf war niemand vorbereitet. Denn die vorherigen Geburten waren alle reibungslos verlaufen und sie hatte sich immer sofort danach erholt. Sobald Chris die Gelegenheit hatte, seine Frau zu sehen, eilte er zu ihrem Zimmer, um ihr zur Geburt zu gratulieren. Aber er schaffte es nicht bis dorthin. Eine Krankenschwester stoppte ihn und fragte, ob er Mr. Honey sei. In der Sekunde, in der er seine Frau durch das Glasfenster im Zimmer erblickte, sah er, dass etwas anders war und gar nicht stimmte. Er war zutiefst erschüttert und wusste nicht, was er sagen sollte. Es war klar, dass es Brigitte nach der Geburt nicht gut ging. Was eigentlich eines der schönsten Momente im Leben des Paares sein sollte, verwandelte sich in einen Albtraum. Innerhalb kürzester Zeit wendete sich die Situation zum Schlechten. Brigitte kämpfte um ihr Leben. Die Ärzte reagierten schnell und konnten zum Glück diagnostizieren, was das Problem war. Sie hatte eine Fruchtwasserembolie. Das ist ein seltenes Ereignis, das nur bei einer von 80.000 Geburten vorkommt. Dabei tritt Fruchtwasser in den Blutkreislauf der Mutter ein und kann zu schweren körperlichen Reaktionen führen. Und das kann auch tödlich sein. Die Überlebensrate liegt bei nur etwa 20%. Das allein wäre schon Grund genug, besorgt zu sein. Dann traten innere Blutungen auf. Ihr Blutdruck fiel stark nach unten und ihre Herzfrequenz auf ein gefährlich niedriges Maß. Die Ärzte hatten keine andere Wahl, als zwei Notoperationen durchzuführen, um das Leben der Mutter zu retten. Die ganze Nacht hindurch kämpfte das medizinische Personal um ihr Leben und gab ihr Bluttransfusionen. Es war eine der schwierigsten Zeiten, die Chris je erlebt hatte. Er war dankbar und feierte, dass er jetzt zwei Zwillinge hatte, aber er liebte seine Frau und er wollte mit ihr alt werden. Die Situation lastete schwer auf ihm. Er konnte sich nicht eine Sekunde vorstellen, dass die Zwillinge nicht das Privileg und die Möglichkeit haben würden, ihre Mutter kennenzulernen. Der Ernst der Lage machte ihm klar, dass er sich an seinen Glauben und sein Gebet wenden musste. An diesem Abend wandte sich Chris an Facebook, wo er ihre Geschichte teilte und einen Gebetsaufruf für seine geliebte Brigitte startete. Er hatte fast nichts, woran er sich festhalten konnte, außer seinem Glauben und dass ein Wunder seine Frau rettet. Er legte alle Hoffnungen in die Hände völlig fremder Menschen, die sich die Zeit nahmen, mit ihm zu beten. Die umfangreiche Unterstützung, die er online erhielt, überwältigte ihn. Er fühlte sich verpflichtet, die Fremden auf dem Laufenden zu halten, während sie weiter dafür beteten, dass diese besondere Familie diese große Tortur übersteht. Was dann geschah, war das Wunder. Das medizinische Personal wollte die Familie zwar nicht entmutigen, aber es gab ein wenig Hoffnung auf eine vollständige Genesung von Brigitte. Die Chancen standen schlecht für die Familie, aber in der Nacht geschah etwas Erstaunliches. Entgegen aller Erwartungen und medizinischen Statistiken begann sich Brigettes Zustand zu verbessern. Die Veränderung geschah schrittweise, aber es passierte.
Obwohl das medizinische Personal sehr froh war, dass die Mutter sich erholte, waren sie ratlos. Bald darauf verbesserte sich nicht nur ihr Zustand, sondern sie erholte sich vollständig. Und das hatten sie in dieser Nacht nicht erwartet. Als Chris versuchte, mit dem fertig zu werden, was die Familie durchmachte, fand er Trost in den Fotos, die er von seiner schwangeren Frau und den Babys kurz vor der Geburt gemacht hatte. Er war sehr gerührt, als er sie ansah, denn in kurzer Zeit hatte er eine Mischung aus Emotionen in Familienfotos festgehalten, die für immer bleiben werden. In seinem Gefühlschaos und mit Tränen in den Augen fiel sein Blick auf etwas auf einem der Bilder, das er aufgenommen hatte. Zuerst dachte er, dass er sich das nur einbildete, aber nachdem er sich eine Weile darauf konzentriert hatte, wusste er, dass es ein Beweis für das Wunder war, das dieser Familie widerfuhr. Genau in dem Moment wusste er, dass seine Frau wieder gesund werden würde. Die Ärzte rieten ihm, sich nicht zu früh zu freuen, aber er war überzeugt, dass Bridget sich vollständig erholt. Und er hatte den Beweis, auch wenn ihm niemand glaubte. Die schreckliche Tortur im Krankenhaus hatte das Leben der Familie für immer verändert. Chris war derjenige, der die Hauptlast der Achterbahn der Gefühle zu tragen hatte, die ihm durch den Kopf ging, während er um das Überleben seiner Frau bangte. Er war kurz davor, die Hoffnung zu verlieren, als sich die verheerendste Situation in ein Wunder verwandelte. Genau aus diesem Grund fertigte er eine Vergrößerung des Fotos an, das genau erklärt, was passiert war und warum Bridget das Leben gerettet wurde. Dieses Foto wurde im Wohnzimmer aufgehängt, als ständige Erinnerung daran, was es bedeutet, Hoffnung und Glauben zu haben. Chris teilte dieses Bild auch auf der Bridget Honey Prayer Page auf Facebook am 18. November 2012 in dem Moment, als er es entdeckte. Manche Leute mögen das, was auf dem Foto festgehalten wurde, als reinen Zufall oder zufällige Lichtreflexion bezeichnen. Für Chris war es eine Intervention Gottes, die ihm vorauszeigte, dass er sich der Situation bewusst war und dass seine Hand bereits darüber war, bevor sie überhaupt eintrat. Kurz bevor Bridget ins Krankenhaus kam, hatte er sie gebeten, sich auf die Seite zu drehen und mit ihrem extrem großen Bauch zu posieren. Das war die letzte Erinnerung an eine wunderbare Schwangerschaft, bevor ihre Zwillinge das Licht der Welt erblickten. Auf dem Bild stand sie im Wohnzimmer, wo der Fernsehbildschirm zur Kulisse für ihren Kopf geworden war. Deutlich zu sehen war ein heller Lichtschein um Bridgets Kopf herum. Für Chris war das ein klares Zeichen, dass Gottes Schutz schon da war, bevor die Familie überhaupt ins Krankenhaus gefahren war. Diese Kamera hatte eingefangen, dass es der Familie auch nach diesem Trauma gut gehen würde. In diesem Jahr hatte das Erdedankfest für die Familie eine neue Bedeutung. Sie waren dankbar, dass sie ein persönliches Wunder erleben durften und dass Chris und Bridget ihre wertvolle Familie auch in Zukunft erziehen und begleiten können. Was für eine süße Geschichte. Glaubst du an göttliche Wunder? Hast du schon mal ein Foto gemacht, auf dem etwas Unerklärliches festgehalten wurde? Sag es uns in den Kommentaren unten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.